Hallo, ich verkaufe Kirschen aus der Oberpfalz. Sehr schön, ja. Danke. Nein, fürs Theater, ist für einen guten Zweck. Charity. Wollen Sie vielleicht Kirschen kaufen? Ich mache Charity fürs Theater. Also für, ja, ja, aus der Oberpfalz. Das sind wirklich sehr, sehr gute Kirschen. Ich will sie nicht mal probieren. Was sammeln Sie denn? Also fürs Theater, also für einen guten Zweck. Wie bitte? Für einen guten Zweck fürs Theater. Wissen Sie, Theater ist ja jetzt... Ja, ja, sicher, das ist richtig. Ich habe sie selber eingekocht. Ja. Und was spielen Sie am Theater? Alles Mögliche, ganz sehr. Ich habe meine letzte Rolle mal im Kirschgarten. Und, aber ich will Sie jetzt auch gar nicht aufhalten. Es ist ja auch wirklich sehr kalt. Ich schaue mal bei jemand anderem vielleicht noch weiter, ja, okay, oder? Okay, okay. Ja, ja. Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Entschuldigung, wollen Sie vielleicht Kirschen aus der... Hey, hallo. Hallo. Magst du vielleicht Kirschen aus der Oberpfalz? Willst du jetzt das Theater mit deinen Kirschen retten, oder was? Ja, ich werde das Theater mit meinen Kirschen retten. Das sind wirklich sehr, sehr gute Kirschen aus der Oberpfalz, habe ich selber eingekocht. Also wir dürfen jetzt nicht mehr ins Theater rein, oder was? Nö. Aber wir dürfen hier Charity machen, Benefits. Ah. Möchten Sie vielleicht eine Kirsche aus der Oberpfalz? Wie kannst du denn schon verkaufen? Nein. Also aus der Verwaltung. Ich glaube, die hat einfach Mitleid mit mir. Ja. Und verkaufst du die jetzt für dich oder für das Haus? Oder? Wie lange stehst du denn schon wieder? Das ist voll blaue Lippen. Das kommt von den Kirschen. Weißt du, ich esse die jetzt immer zwischendurch. Okay. Die schmecken auch wirklich super. Mhm. Aber, also... Ich brauche jetzt auch erstmal Geld für mich. Ne? Ja, ja. Und wenn dann noch mehr reinkommt, dann geht das natürlich an den Notfallfonds. Das ist ja ganz klar. Du, ich glaube, das kommt nicht von den Kirschen, sondern einfach, weil es richtig kalt ist. Zeig mal deine Hände. Guck mal, die sind schon total blau. Geh mal bitte kurz rein und dann wärm dich auf, trink einen Tee oder so. Nein. Mach das hier jetzt weiter. Das ist doch, wenn du erkältest dich hier draußen. Nein. Komm jetzt. Gib mir das kurz. Nein. Ich verkaufe weiter für dich. Hallo? Ich muss meine Miete bezahlen, ja? Ich muss schauen, dass ich diese Gläser hier loswerde. Ich muss Kita-Gebühren zahlen. Ja. Weißt du, ich glaube, wir müssen doch einfach nur noch diesen einen Winter überstehen und dann geht's doch auch wieder bergauf. Schau mal, ja. Wir alle müssen doch nur noch einen Winter, ja, überstehen und dann geht es doch wieder bergauf. Ja, aber es bringt doch niemanden was, wenn du dir jetzt hier eine Lungenentzündung holst. Jetzt gib mir kurz das Glas. Nein. Nee, komm, jetzt gib das doch mal her. Nein. Nein, du sollst einfach nur ganz kurz darauf gehen und dich aufwärmen, trinken Tee, der geht auf mich und ich mache hier weiter, okay? Wirklich, ganz kurz. Du kannst ja auch gleich wiederkommen. Okay, gut. Ich muss nämlich auch wirklich mal ganz dringend aufs Klo. Bis gleich. Wollen Sie eine Kirsche? Leckere Kirschen aus der Oberpfalz. Okay, alles klar. Kirschen, leckere Kirschen aus der Oberpfalz. Charity, Sie tun was Gutes fürs Theater. Sie wissen ja, ohne uns wird es still. Sie, ein paar Kirschen aus der Oberpfalz. Lecker. Und mit Zucker. Alles klar. So this is death. Mega lecker. Wollen Sie ein paar Kirschen? Aus der Oberpfalz? Doch, wirklich lecker. Fürs Theater. Okay. Ah, okay, schade. Sie vielleicht, ein paar Kirschen aus der Oberpfalz. Sehr lecker. Sie tun was Gutes fürs Theater. Hallo, Sie vielleicht ein paar Kirschen? Ja. Charity-Veranstaltung fürs Theater. Ja. Guten Tag, hier vielleicht. Right here in silence, emptiness. Vanishing before our eyes. Cease to exist as moment. Okay. Gut. Hallo, wollt ihr vielleicht ein paar Kirschen kaufen fürs Theater? Charity-Veranstaltung. Nee, sorry. Okay. Ich will kein Kirschen. Okay, alles klar. Scheiße, bringt ja nichts. Okay.
fragment in time, carved out of day-to-day existence. Bodies, no beat, no rhythm, no shouting, kissing, feeling. Was? Museum der Schuld? Ein Museum, in dem wir alles ausstellen, was wir umgebracht und ausgerottet haben. Ein Mahnmal der Schande? Ein Mahnmal der Schande? Und was soll das bringen? Was soll das bringen? Ja, eine Bewusstwerdung dessen, was wir getan haben. Oh. Durch unser Handeln und unser Nichthandeln. No greatness and hybris. Now it's day job sadness, a gray perspective, numbed and handcuffed and cigarettes. Ja, du weißt schon. Okay, gut. Und das Ritual? Okay, gut. Das ist ein Ritual. Ritual. Jedes Jahr opfern wir für jede ausgerottete Art ein Menschenkind. Ja, was? Ja, ein unschuldiges Kind. That tastes like ash, daylight carves out wrinkles, an empty club and the smell of vomit, piss, spilled alcohol, the death of revelry. Das könnt ihr vielleicht symbolisch machen, aber auch nicht wirklich. Das Ding ist doch, wir sind nicht relevant. Keiner vermisst uns, nicht mal wir vermissen uns. Sobald ein paar nicht knuffige Arten sind, die aussterben, interessieren nur ein paar Freaks und Wissenschaftler. Nie wieder gleitet deine Rückenflosse durch das brackige Wasser. Nie wieder. Nie wieder glänzt die Sonne auf deinen Schuppen. Nie wieder die Freude der Jagd. All das nie wieder. Und dann tust du so, als sei nichts verloren. Drinking alone. Job exhaustion, a day job depression, numb and handcuffed, bound and shut in. Oh, the joy, the inevitable, excess of the night, the feast of darkness, taking bites of your doubts, biting chunks of your isolation, drilling holes in your walls. Take me away again, show me I'm not alone, give me a beat to be high on, set me free. Ein Denkmal!
Toilet lids, the cigarette swipings, the barkeeper's glance, the freezing in the queue, the DJs. The VJs, the screamers, the wavers on the dance floor, the shy kids in the back, the wild kids on the dance floor, the guys fucking on the toilet. Ich erinnere mich an einen Spaziergang mit meiner Oma besonders genau. Wir gingen vom Bauernhaus durch den Wald, um Brathähnchen zu holen. In meiner Erinnerung steht irgendwo mitten im Wald einfach eine Hähnchenbude. Es war sehr warm, Hochsommer, und wir gingen zu zweit auf einem Feldweg schnurgerade durch den Wald. Meine Oma erklärt mir, welche Bäume und Sträucher links und rechts des Weges wachsen, aber eigentlich ist es ganz ruhig und still. Und dann gibt es einen Moment mit den duftenden Brathähnchen in einer Tasche oder Plastiktüte, und alles verbindet sich zu so einem sehr vollständigen Gefühl von Geborgenheit. Die Oma, der Wald, das Licht, ich. Girls, all the girls and the fums and the queers, the sweat that we share, the performance, the look in their eyes. Und die Brathähnchen. Oh Mann, ich werd irgendwie total übersinnig gerade, das merke ich so. Mann, wie das aussieht. Das ist alles total... total zugewachsen. Krass, der Eva, schau dir das mal an. Da kümmert sich jetzt niemand mehr, ne? Nee. Die zahlen auch keinen mehr. Guck mal, hier alles zugedeckt. Stay, gay. Die Leute überall ihren Scheiß hinschmieren müssen. Das, nee, komm, jetzt warte mal. Nein, bitte. Nein, komm, jetzt lass mal. Lass mal nur gucken, ob es offen ist. Nee, schau, ist doch zu. Komm, lass wieder gehen, oder? Was? Ich hab den da liegen lassen. Was? Na, nein, das kannst du nicht machen, bitte. Mach's nicht. Nein, komm, jetzt lass es. The bus ride home, the dizzy faces, the makeup, the topless dancers, the guys at the bar always talking. Ah, nee. Wie passt das? Das ist ja so schnell. Guck mal schnell. Lass jetzt aber schnell. Mach zu, mach zu. Aber nur kurz. Ja, ja, ja. Nur ganz kurz. Weißt du was? Geh mal ganz schnell aufs Klo. Krass. Jetzt geh mal wieder, oder? Nee, komm, wir gehen mal kurz. Wir müssen schon auf den Weg. Einmal. Ja. Aber das ist alles total dunkel. Ja, ja, ja. Mach. High on Coke. The last track and the first track of the night. Kannst du mal das Licht anmachen? Hey. Hallo. Wir wollten nur mal ganz kurz. Ja, wir sind auch gleich wieder. Genau.
doch immer ganz andere Klamotten getragen, Isabel. Ich dachte, der ist total sportlich geworden. Schau dir das mal an. Ja, so Lockdown-Fitness. Wir gehen noch kurz auf. Wir würden ganz kurz mal, dürfen wir mal ganz kurz noch auf die Bühne schauen? Alles gut, das ist ein Danke. Wirklich sehr groß. Komm, lass da rein. Weißt du, ich habe manchmal so das Gefühl, Theater ist so ein bisschen wie so eine alte Pyramide, weißt du? Es ist so. The flickering lights, the trash on the floor, the kisses to win, the drugs to take, the anthems to scream, the wishes, the pleasures. So ein Maya-Tempel, weißt du, so gebaut von lauter. Kleinen Leuten. Gebaut von lauter kleinen Leuten. Und da ganz viel Anstrengung und Schweiß und Blut. Und irgendwie aber dann auch nur, damit die Elite ihren Lebensabend da drin verbringen kann. Was? Nee, also ich denke ja immer, das Theater ist wie ein Medikament, das die Blut-Hirn-Schranke der Gesellschaft überwindet. Was? Ja, weißt du, also für mich ist es immer so, das dauert eben, bis dieses Medikament ganz oben ankommt, ja? Im Hirn. Und weil sich da eben über ganz lange Zeit ein Wirkstoffspiegel aufbaut. Und wenn wir dieses Medikament dann absetzen, dann dauert es eben auch ganz lange, bis es wieder weg ist. The possibilities, the encounters, the hangover, the after hour, the moment you leave. Ja, genau. Das Theater ist dann das Hirn oder die Schranke. Das Theater ist das Medikament. Vielleicht wirkt das Theater ja jetzt noch in der Gesellschaft und es dauert, bis wir merken, dass wir es vermissen, weil der Wirkstoffspiegel eben ganz langsam sinkt. Nee, das ist mir irgendwie zu esoterisch, weißt du? Das ist nicht alles. Nee, weißt du, ich mag das Theater. Ich bin gern Teil davon. Aber ich mag es eben auch als große Maschine, weißt du, als Konstrukt, als Gebinde, als Organismus und ich. And the one holding you back, the hour before the club opens and the longing for the next weekend. Nein, jetzt hör bitte auf. Nein, dieser Outfit, die Hybris, der Irrsinn. Das ist alles. Ja, guck mal. Ich war bei Cyrano, habe hier eine halbe Stunde in diesem Loch gesessen. Oh, muss ich da alles noch drin haben. Und da habe ich warm gemacht für die Fechtszene. Das ist ein Schirm von meinen Eltern. Schick. Wann sind die denn? Kirschtaten 1997. Willst du die echt noch essen? Die sind fermentiert. Die sind wirklich sehr lecker. Mhm. Mhm. Lecker. So this is death. Never. Nee. Das ist irgendwie nicht richtig jetzt. Also jetzt hier so Kirschen essen im Theater. Wieso, weil Corona ist oder? Nee. I don't feel it. Was denn? Nicht. Gar nicht mehr. Wie viele von denen hast du denn noch? 400.000. Scheiße.
nach Moskau. So this is death. Never to feel again. Promise of the night, the emptiness. Sei nicht mehr ich. Sein, das was immer. I believe sure to feel again. Promise of the night, the emptiness. Sei nicht mehr ich. Sein, das was immer. I believe sure to feel again. Promise of the night, the emptiness. 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 Sei nicht mehr ich. Ja, das was immer. I believe it's sure to feel again. Promise of the night, the emptiness. Sei nicht mehr ich. Ja, das was immer. I believe it's sure to feel again. Promise of the night, the emptiness.